Warnemünde ist für seine Besucher der Inbegriff eines Ostseebades zwischen idyllischem Fischerdorf und Strandmetropole. Der Ort entwickelt sich rasant, die Urlauberzahlen steigen, Immobilienentwickler und Bauherren streiten sich um die Filetstücke. Für seine rund 5000 Einwohner wird diese Entwicklung immer mehr zur Bedrohung. Die ursprüngliche Identität Warnemündes gehe verloren, die Entscheidungen zur baulichen Entwicklung würden im Stadtbauamt Rostock getroffen. Der Ortsbeirat beklagt wenig Einfluss. Die Erfahrungen um das Baugebiet Mohlenfeuer, wo aus einem weiträumigen grünen Baukonzept in der Umsetzung später eine weiße Betonwüste wurde, hat die Warnemünder aufgebracht und misstrauisch gemacht. Kein Wunder, dass beim Abriss zweier historischer Häuser in der Nähe des Bahnhofs Unmut bis Wut aufkommt, weil man sich wieder übergangen und schlecht informiert fühlt. Das ist also zunehmend unerträglich, dass wir hier Gefahr laufen, also die Spuren des Westens aufzunehmen, dass also solche gewachsenen Standorte wie unser Seebad Warnemünde zu einer banalen städtebaulichen Soße wird. Das heißt also, wir haben hier an unserer historischen Achse, die sich vom Kirchenplatz bis zum Kai hinzieht, also jetzt auf einmal die Bagger stehen, die also zwei der hervorragendsten Fachwerkhäuser hier auf der Achse also den Boden gleich machen. Das ist unerträglich, nicht nur für mich, sondern für viele, die sich um die Identität des Ortes Sorgen machen. Ist genauso mit dem Fährbecken auch. Da ist hier von Dr. Seiler Vorschlag gemacht worden, den fand ich ganz gut, dass man die Beckenform wenigstens noch lässt. Aber eben nur 3,5 Meter tief, die Standsicherheit gewährleistet ist. Aber man kann die Becken besser erkennen. Also, ne? Zugekippt, fertig und so. Ne? Also was der Bürger sagt, scheint hier keine Rolle zu spielen. Und mit den beiden Fachwerkhäusern hier, zum Kehzugang, ne, am Bahnhof, diese beiden Dinger, das ist genauso, das ist eine Frechheit. Warum schreibt, selbst wenn es formal rechtens zulässig wäre, dann gehört es sich doch, dass ich das der Zeitung vorher sage. Oder guckt euch mal die Häuser an. Wir, Viro, haben die Absicht, das Ding abzureißen. Dann hätten die Bürger die Chance gehabt, vorher, bevor der Bagger kommt, einzusprechen. Aber das wird bewusst so eingefädelt: Überrumpelung. Überrumpelung, Täuschung und Überrumpelung. Und das ist ganz schlimm. Die beiden Häuser sind Bestandteil eines der lukrativsten Grundstücke Deutschlands, dessen Bebauung derzeit geplant wird. Die sogenannte Mittelmole, direkt an der Ostseemündung der Warnow gelegen. Im November 2010 kaufte das kommunale Wohnungsunternehmen Viro GmbH das 67.000 Quadratmeter große Areal für rund 14 Millionen Euro von der Fährreederei Scandlines AG. Die städtebauliche Entwicklung der begehrten Immobilie blieb damit in der Hand der Hansestadt Rostock, zu der Warnemünde als Stadtteil auch gehört. Die Viro sah das Projekt als einmalige Chance, kommunalen Wohnungsbau in Rostock weiter voranzutreiben. Zeitdruck für die Entwicklung der Fläche bestehe nicht, da über Verpachtung, Vermietung und Parkplätze Einnahmen erwirtschaftet würden. Von Anfang an zeigten die Rostocker Stadtgesellschaft und vor allem die Warnemünder großes Interesse an den Planungen. Als erstes wurde 2011 ein Strukturkonzept verabschiedet, das die städtebauliche Rahmenplanung festschreibt. 2012 folgte ein städtebaulicher Wettbewerb, an dem sich 58 nationale und internationale Architekturbüros beteiligten. Ein Hamburger Büro bekam den Zuschlag. Das heißt aber nicht, dass dieser Entwurf nun auch umgesetzt wird. Die Viro als Eigentümer der Flächen scheint klare Pläne zu haben. Auch das historische Fährbecken, das auf eine mehr als 100-jährige Tradition der Fährschifffahrt zwischen Warnemünde und Gezer verweist, wird derzeit verschüttet, trotz der Proteste eines eigens gegründeten Vereins für den Erhalt dieses Beckens. Erst einmal heißt es Baufreiheit schaffen bzw. Tatsachen. Wir haben im Rahmen einer Auseinandersetzung mit dem Standort feststellen müssen, dass dies kein Wohnstandort sein kann in Zukunft, aufgrund der Emissionen, die vom Seekanal ausgehen. In der letzten Woche konnten die Besucher sich in der Wagenhalle auf der Mittelmole die Dokumentation der Planungswerkstätten zur Mittelmole aus dem Sommer anschauen.
Zwei Tage im Juli hatten Bürger auf öffentlichen Veranstaltungen die städtebauliche Entwicklung auf der Mittelmole mitdiskutiert. Eine lebendige Form der Bürgerbeteiligung von der Stadt organisiert. Ja, die Position der Viro zu der Ausstellung ist, dass wir im Sommer ja zwei zusätzliche Workshops im Rahmen der Bauleitplanung, der Bebauungsplanentwicklung zum Standort Mittelmole hatten und die Ergebnisse seitens der Stadtplanungsamtes als Führer des Prozesses dort jetzt ausgestellt werden, sodass der Bürger sich dort informieren kann. Die Viro selber trifft dort keinen Part. Wir haben zwar die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, aber letztendlich ist das eine Veranstaltung des Stadtplanungsamtes, die im Rahmen der B-Plan-Entwicklung zur Bürgerbeteiligung vorgenommen wurde. Der Warnemünder Ortsbeirat begrüßt jede Form der Bürgerbeteiligung und würde sich wünschen, dass auch die Viro sich als Eigentümer und Entwickler der Fläche intensiver einbringt. Hinterher sei das Kind dann in den Brunnen gefallen. Durch eine gute Informationspolitik könne man die Warnemünder und Rostocker besser einbinden. Also ich bin sehr überrascht worden von der Tatsache, dass dort zwei Gebäude abgerissen werden sollen. Die Frage, wie weit das möglich ist, zulässig ist, das ist für mich das eine. Für mich ist das andere eine Frage des Stils. Und wenn wir so ein sensibles Gebilde wie die Mittelmole haben, wenn es da bei allen möglichen Dingen, die geplant sind, immer wieder einen Aufschrei gibt, dann wäre es, denke ich, mit mehr Fingerspitzengefühl versehen gewesen, wenn man vorher gesagt hätte, was man vorher hat und wenn man das zumindest zur Diskussion gestellt hätte. Das abgerissen werden kann von einem Eigentümer, das ist die eine Frage, aber der Stil ist die andere. Misstrauen bleibt jedoch. Die Konflikte der letzten Jahre um Bebauungspläne und der aberwitzige Streit um die historischen Vorbauten in Warnemünde, auch als Veranda-Streit bekannt, haben ihren Teil dazu beigetragen. Der Bürger wird getäuscht. Jedes Mal. Also ich fange da an hier mit der Schuhkartonsammlung bei Rewe. Ne? Da ist der B-Plan zwar ausgelegt worden, die Bürger konnten was dazu sagen. Aber was soll denn eine 87-jährige Witwe von diesen Zeichnungen dort? Die kann das nicht begreifen. Sie könnte es begreifen, wenn ein Modell da wäre. Maßstabgerechtes Modell, wo es raus erkennen kann, ach, so hoch ist das und so sieht das aus. Aber doch nur von dem Lageplan ist das nicht in Ordnung. So, und das haben sie ja dort nur exerziert und jetzt geht es auf der Mittelmole ja nun weiter. Da ist auch die Bürgerproteste offensichtlich stärker gewesen. Deshalb ist die Stadt dann ein bisschen drauf eingegangen. Ein bisschen. Aber ich frage mich, welche Aufgabe hat denn eigentlich die Stadtplanung? Welche Aufgabe hat die Sanierungsgesellschaft? Das sind zwei Planungsgesellschaften, die städtebaulich tätig sind und es wissen müssten und besser vorgeben müssten. Wieso muss dann der Bürger erst den Finger heben und sagen, oh, hier, das gefällt mir nicht. Ne? So ein bisschen Eigenverantwortung der Ämter lassen sich sehr vermessen hier. Jetzt bleibt erst einmal abzuwarten, wie es weitergeht und wann konkrete Pläne auf den Tisch kommen. Die Viro jedenfalls hat ihren Fahrplan. Ja, die Planungen liegen jetzt wieder beim Stadtplanungsamt. Das heißt, die Ergebnisse des oder der Workshops und des bisherigen Bauplanungsprozesses, die jetzt auch in der Wagenhalle ausgestellt sind, werden jetzt verarbeitet werden. Und die Anmerkungen, die aus diesem Prozess aus den Reihen der Bürger kamen, werden in dem weiteren Prozess Berücksichtigung finden, sodass ich davon ausgehe, dass bis Jahresende seitens der Stadtplanung auch weitere Beteiligungen der Eigentümer und der Nutzer des Standortes stattfinden werden, sodass wir im nächsten Jahr zumindest zu einem B-Plan-Entwurf kommen können, der dann ja, als Satzungsvorschlag in die Bürgerschaft eingebracht werden kann. Die Stadt auf jeden Fall scheint aus den Fehlern zu lernen. Mehr Bürgerbeteiligung heißt jetzt die Devise. Eine sogenannte Landmarke auf der Mittelmole, ein markantes Hochhaus, wurde in diesem Prozess bereits verworfen. Es bleibt spannend und wir bleiben dran am Thema Mittelmole Warnemünde.